Jo Leute, was geht? Mal wieder ein neues Video. Wir machen uns mal wieder auf. Ist immer noch schönstes Wetter hier. Wir machen heute mal einen Trail, den haben wir, glaube ich, nur ein oder zwei Mal gemacht. Drachenstein Trail nennt er sich. War auch ein Teil vom offiziellen Downhill-Rennen damals, letztes Jahr. Und ja, sollte ganz cool sein. Ich mache mich jetzt zu Lars. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. Ach so, es gibt noch eine Neuerung, aber dazu später nochmal im Video. Gut, alles klar, bis dann, haut rein, wir sehen uns. So Leute, ich habe euch ja versprochen, also ich spreche jetzt wieder zu irgendjemanden, den ich eventuell mal... So, und zwar gibt es was Neues. Lars hat eine neue GoPro 8. Hier, sehr schön. Ich habe ja eine GoPro 7, wir wollen das mal vergleichen. Und ich wollte mir aber sowieso eine zweite noch holen für den Helm, damit ich es nicht mehr wechseln muss. Ich denke, vor allem, wie viel hat er jetzt gekostet? 290? 290, 289. Ja, und ich habe 279 für die 7er bezahlt. Genau. Ist eigentlich ein Witz. Das war ein Mediamarkt-Angebot. Ich habe es online gefunden beim Mediamarkt. Das ist ein Mediamarkt von Hamburg, haben die es geschickt. Genau, jetzt hier oben Werbung. So. Da war die für 279 war die 7 Hero drin und für 289 war die. Da war es keine Frage halt. Ne? Tja, das ist krass. So, und die andere Neuigkeit ist, ich hoffe, man sieht das, ich muss mal runterschwenken. Ja, meine neue DJI Mini 2 Drohne. Die fliege ich jetzt zum ersten Mal. Bin schon ganz gespannt und nervös, muss ich auch ehrlich sagen. Ich muss jetzt erstmal ein Firmware-Update machen. Und es sieht so aus. 40% bin ich schon. Connect Aircraft. DJI Mini. Ja, wie soll das alles sein? Mit meiner Kamera eingeschaltet, App runtergeladen und tja, Kamera-Update. Natürlich. Muss ich mich jetzt fallen lassen, damit es angeht oder was? Ja. Ha, ja, da ist sie schon. Guck hier, Alter. So. Take off with caution. Okay. Die Kamerafixposition war. Das ist. Ich kann hoch und runter schwenken den Gimbal, aber nicht rechts links. Da muss ich die Drohne für schwenken. So, return to home altitude. Machen wir mal 10 Meter, 15. Maximum Altitude 120, maximale Distanz ist okay. Du willst 2000 Meter weit wegfliegen lassen? Nein. The home point has been updated. Please check it on the map. Okay. So Leute, oh, nasser Helm, kalter Helm, wir sind soweit. Lars bereitet auch noch ein bisschen GoPro vor, Video, Helm fest. Jetzt geht es den Drachenstein runter, haben ein paar Videos mit der Drohne gemacht, also eigentlich nur ein Video, noch mal ganz kurz probiert, total geil. Lars hat Firmware-Update gemacht. Und ich habe auch Firmware-Update gemacht und deswegen haben wir nämlich ziemlich viel Zeit hier oben verbracht. So, jetzt geht's runter, Drachenstein Trail hier lang und dann da so hinten an diesem Berg hier runter, an diesem Hang. Ja, Lars kann das vielleicht besser sehen, wenn er mal nach hinguckt. Wieder mal hier oben Drachenstein. Erster Test, GoPro Hero 8. Ich hoffe mal, die Perspektive stimmt. Genau. Ich habe gerade noch mal geguckt auf dem Handy. Hier fahren wir natürlich nicht runter. Wir fahren den Weg hier vor, dann unten an der Bank lang, fahren hier unten am Hang lang, bis runter nach Mosbach. Wir schauen uns mal an, wie es aussieht. Buckings Trail als Abschluss. Ja, genau. Und wollen einfach mal durchballern und Wetter genießen, weil es ist wieder echt warm heute. Sonne scheint, kein mehr erzählen, dass das Februar ist. Es ist eher am Ende Mai schon vom Wetter her. Aber es ist heute der letzte Tag, ab morgen wird es kalt. Von daher wollen wir mal gucken. Wollen wir das heute noch mal genießen?
gebaut. Waldhase unterwegs. So, da waren sie wieder aktiv. Das ist meine nicht eingefahrene Bremse. Steil rum. Ich wollte noch Luft gucken. Hab ich ganz vergessen. Enger als ich dachte. Gar nicht gesehen so. Hopp. So. Ganz schön geiler Trail. Ganz vorsichtig. Nee, das meine ich nicht durch das Wasser. Ich bin nur wesentlich später losgefahren wie du. Verletzte und ich mit zwei gebrochenen Armen. Ja. So, und der ging hier irgendwo weiter, gell? Ja. Genau. Yippie, jetzt kommen ein paar Jumps. Hup. Huh, innen lang. Oh, die geht aber auch zu. Da kommen wir. Thank you.
ziehen. Spring in die Kurve rein. Ah, der geht auch mit Bennett hier. Da sind wir schon unten, das war's schon. Ja. Ja, Schild weg. So, was machen wir jetzt? Fahren wir wieder hoch normal oder was? Der ist geil, oder? Ja. Die Frage ist, wo fahren wir hoch? Wir können natürlich auch hier hinten Drachental hoch. Hier kommt man auch wieder hoch. Ja, mal schnell hoch. Wir haben hier gerade was entdeckt. Auch wenn hier unten wieder ziemlich viel Schissen drin liegt. Aber. Das kann ich ja dabei wegräumen. Puh, ja. Ich kann meine Drohne auspacken. Bis du da oben bist, kann ich. Du kannst mich verfolgen mit deiner Drohne. Ha. Ich werde mit meinem Fahrrad hoch. Ich werde das mal. Und Stefan kann es filmen, wie ich runterkomme. Ich weiß zwar nicht, wie man da hochkommt unbedingt und wo der losgeht. Aber hier kommt auch noch mal ein Stückchen runter. Also entweder ist das der Weg hoch. Muss hochfahren. Oder ist eine alternative Abfahrt hier? Das weiß ich nicht. Alter, das ist aber auch ein schönes Tal. Ah. Schieben oder tragen? Ah. Tragen, habe ich gerade beschlossen. Ah, blöde Idee mit Tragen. Durch die Bäume durch. Oh fuck. Hoch hier. Oh. Oh fuck, Alter. Jetzt komm. Na, schauen wir mal. Alter, oh, ist das rutschig. Okay. No way bei der Klette. Das war eine scheiß Idee. Mal gucken, was passiert. Oh fuck, Alter. Scheiße, ist das steiler als du denkst. Und vor allem bei dem nassen Morass. Du hast auch keinen Grip. Fliegt mir ins Tal rein, das ist auch übelst geil. Oder lass mal ein Stück reingehen. Brauch ich dir abstellen.
Den hatte ich damals gesehen. Naja. Oh, meine Gabel knackt vorne wie Hulle. Boah, Wurzeln! Ah. Geil! Er geht bis Wilhelmsthal runter. So, er geht jetzt runter nach Wilhelmsthal. Komplett 1,2 Kilometer. Prinzessinstieg. Guck mal, Prinzessinstieg. Ja. Aber es ist nicht der Trail, sondern das ist der normale Weg, Prinzessinstieg. Ja, hier wieder zurück. Rennsteig 400 Meter. Ich würde sagen, hier fahren wir auf jeden Fall nochmal. Ja. Dass wir, aber das ist der normale Laufweg. Müssen wir mal gucken, der Kreuz garantiert den Track, den Downhill Track. Aber du übrigens ganz am Anfang unten an den Wurzeln lang gerutscht bist. Bist du oben über die Wurzeln gefahren? Über die Wurzeln? Nee, nicht über die Wurzeln, sondern da stand ein Baum und da kannst du oben drüber springen. Ja, ich weiß. Ich habe es aber zu spät gesehen. So, man sieht hier immer noch alles kahl. War mal alles Fichtenwald. Hier oben auf dem Giggelhahn. Und die ganzen Abschnitte, die Bäume, die Kronen und die Äste, haben die alles darin auf die Kante geschoben. Ja. Das heißt, das ist jetzt schön trocken. Huch. Ja. Wenn du da jetzt ein Streichholz hineinwerfen würdest, ist Eis nach hell über die ganze Nacht. Ja. Haben wir einen zweiten Mond. Genau rein. Dreckig. Sieht meine Linse aus. Ach, Brille nicht. So, den kleinen Trail hier rüber. Und auf die Straße. An die Straße. Und dann. Hibi. Hier ist mal das Gleiche. Das war auch neu. Ich komme nicht rum. Zumindest war bei dem Sprung über den Baumstamm die Landezone keine Pfütze mehr. Oh ne! Die Messer. Bach ist aus. Manche.
So. Hier ist der direkte Aufstieg an der Straße lang zur Hohensonne, parallel zur Drachenschlucht. Hier geht es über die Straße. Hin, wenn überhaupt. Und die Ballern gehen hier runter, der macht mich unheimlich auf Claudi. Auf dem Maisetopf, da liegt noch einer. Hä? Auf dem Maisetopf, da liegt noch einer. Na, gerade nicht. Ja. Aber jetzt wissen wir ja, wo einer liegt. Wenn wir mal kochen wollen, wenn jetzt mal ein Licht mal überfahren oder sowas, dann wollen wir kochen. Ich bin halt ganz links lang. Nein! Um Gottes Willen, der Akku ist leer. Doch nicht jetzt. Doch nicht gerade jetzt. Dann mach dich wieder vor mich. Ich kenne den schon ein bisschen besser als ich. Und da rollt das 29er halt auch ein bisschen besser. Uah, hier hängen bleibst. Gar nicht schön. Halt aber aufpassen. Das heißt, das Ganze hier mit Fußgängern. Jo. Das ist an sich mit einer der schönsten
Speedtrails. So. Auf jeden Fall ist das letzte Stück hier ein gutes Stück, wo man seine Gabel ordentlich und seinen Rebound ordentlich einstellen kann. So Leute, jetzt geht es wieder Richtung Heimat. Der Rest ist eigentlich langweilig. War auf jeden Fall cool. Haben wir ganz andere Trails gefahren heute, Drachenstein Trail, wie gesagt. Dann jetzt sehen, wo Sonne. Hier nochmal einen Sprung mitnehmen. Ja, hinten Richtung Wilhelmsthal runter. Haben wir gesehen, gibt es auch noch richtig schöne. Und müssen wir auf jeden Fall mal ein Scouting machen. Ja Leute, hoffe, hat euch gefallen. Danke an Lars. Für heute war das gut. Wie gesagt. Ich glaube, das kann mal. Februar ist 25. 25. Februar. Es waren 17, 18 Grad. Vielleicht gefühlt 22. Nein, das war jedenfalls schön sonnig. War schön. Die nächsten Tage wird es wieder, ja, wird's wieder ein bisschen, ja. Bisschen, aber auch nicht kalt. Um die 10 Grad. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut. Und tschüss.